Herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Jawohl. Wir spielen hier weiter. Und sind gerade dabei, die zwei Dolche abzugeben für unseren Mönch. So. Komm. So, und wenn ich jetzt gegen den Typen kämpfen muss, ja, dann hätte ich mir alles sparen können. Und wenn ich jetzt auch nicht gegen ihn kämpfen muss, dann verstehe ich nicht, warum ich hier alle anderen angreifen. Ich wusste, dass keiner von ihnen mir selbst entgegentreten würde. Wer hat euch geschickt? War es Delph? Bugner? Ich bin wegen des Blutrituals hier. Ihr seid also im Namen von Delph hier, diesem Verräterschwein. Ich nehme an, ihr sollt auch eine Nachricht überbringen. Lasst mich raten. Seine Verbrechen wurden mit Blut bezahlt? Delph ist anscheinend nicht klar, dass der Blutritus ein Privileg der Roten Legion ist. Und dass er dieses Privileg verloren hat, als er uns verriet. Es ist eure Entscheidung, Fremder. Teilt euer Schicksal mit einem Mönch und seinem feigen Gott oder arbeitet für mich. Ich bezahle euch wenigstens für eure Mühen. Okay. Kann ich mich jetzt denen anschließen? Erzählt mir nicht, dass ihr ebenso begriffsstutzig seid wie euer Freund Delph. Ich will seinen Tod. Wenn ihr nicht dafür sorgt, schicke ich jemand anderen. Es ist eure Entscheidung. Nein. Ich werde Delph für euch töten. Ich arbeite nicht für Banditen. Unklug. Einige von uns sind reicher als Könige. Wenn ihr nicht für uns seid, dann seid ihr gegen uns. Die Rote Legion trinkt das Blut ihrer Feinde. So, und da frage ich mich, ja? Ich töte jetzt hier den Boss. Da kannst du ja überhaupt nicht wehren. Für die Legion! Zack, zack, zack. Ja, also ich habe jetzt ihn hier gekillt. So, die nehmen wir jetzt wieder alle drei an uns. Das ist so. Das ist. Wow. Also, ja, ich sag dazu gar nichts. Das ist halt einfach bescheiden. Ich hätte gleich. Er hätte mich gleich hier hingeschickt, ja? Dann hätte ich ihn gleich gekillt. Hätten die zwei anderen leben können. Wobei den anderen hätte ich wahrscheinlich irgendwann im Laufe meiner Straßenpatrouille-Karriere sowieso gekillt. Den Straßenräuber, aber der andere war ja anscheinend ein guter. Naja. Sei es drum. Gehen wir zurück und guck mal, was wir bekommen. Ups. Weltkarte. Warhard. Jawohl. Braucht ihr etwas? Nein. Hier liegt schon wieder ein neuer Brief. Mein Gott. Mitaro hat mir mitgeteilt, dass ich die Mission St. Ludwig und Odara verlassen muss. Ich bin nämlich verliebt und diese Liebe darf nicht sein. Nicht nur mein Orden lehnt dererlei weltliche Wünsche ab, es würde auch euren entehren. Wie das, mögt ihr fragen? Ich kann diese Frau nicht lieben, weil es sich um Rikka handelt, eure Frau. Darum verlasse ich die Mission und meinen Posten als Meister der Almosen. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück, aber nicht in Schande. Dies könnte ich euch, Rikka oder mein Meister Mitaro nicht antun. Lebt wohl, mein Freund und Bruder. Ruht in Frieden, in wahren Frieden, ohne weiteren Schmerz. Auf eure Waffenbruder Mason. Das ist eine andere. Rikku. Ich weiß nicht, wer Rikku ist. Das ist anscheinend eine andere. Schade. Einmal den Brunnen. Fatales Mann. So. Es ist vollbracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wie... das Ende eines langen Albtraums.
Wie kann ich euch das je vergelten? Ich habe in der Mission eine Kollekte gemacht. Unter dem Vorwand, es sei für einen guten Zweck. Aber ihr versteht sicher, die anderen dürfen es nie erfahren. Seid bedankt. Es ist eine Kollekte. Auf bald. Was ist eine Kollekte? Bruder Egan? Schwester Zelda? Das ist hier oben. Was ist eine Kollekte? Ihr habt mir jetzt einen Schlüssel gegeben. Von was? I don't understand. Bist du Vater Denville? Ich muss das jetzt suchen. Ich glaube, das ist nicht meine Belohnung, aber... wo ist denn hier der Ausgang? Hier. Aber sowas wie... Belohnungen suchen gefällt mir ja gar nicht. Das Riquila. Kann man hier nicht... Ja, Bruder, Rotenlegion befreit. Ja, mehr steht da nicht, oder? Mein Gott. Mehr steht da nicht in die Kollekte. Waren wir hier schon drin? Kapelle. Ja, aber ich klaue jetzt hier nicht aus der Armenkassette. Welche die du als heruntergeladene Inhalte gekauft hast. Okay, das muss dann hier sein. So, hier können wir ja hier. Du bist während der Reise auf ein Buch gestoßen, das Bruder Till dem verstorbenen Schriftgelehrten eine Mission für St. Ludwig gehörte. Der Titel legt nahe, dass Tills literarisches Interesse vor allem sich. Ja, ich habe zwei von diesen Büchern. Nun gut. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lese ich einfach mal den Schlüssel nach, ja. Schlüsselring. Dieser Schlüssel gehört Bruder Dell von der Mission St. Ludwig. Vermutlich öffnet er eine Kiste mit den Weggegenständen, die er während der Zeit der Roten Legion gestohlen hat. Eine Kiste. Das ist diese Kiste. Nein. Okay, dann suchen wir hier nochmal kurz die Kisten hier drin. Dann muss das hier drin sein. Das ist jetzt so eine Sache schon wieder, ne? Ja, nee. Och, Mann. Jetzt muss ich hier wirklich nach meiner fucking Belohnung suchen. Oh. Dass er mir nicht mal sagen kann, wo die Scheiße ist. Das ist frech. Die habe ich schon geplündert. Ja, das ist die Hauptquest, die will ich jetzt auch nicht machen. Jetzt guckt man nochmal in der Kapelle, aber da ist es nicht. Das muss dann, wenn, dann muss die Kiste im Riquila sein. Wenn jetzt da nichts ist, dann gibt es halt keine Belohnung. Dann gibt es halt keine Belohnung für mich. Hier wahnsinnig. Dann muss ich aufschließen. Elfstruhe. Na danke. Okay. Gut, da haben wir unsere Belohnung. Haben ein bisschen danach gesucht. Bisschen. So, dann gucken wir mal. Nebenquest.
Auftrag zurückbringen. Verbrecherwelle. Heimkehr. Mach mal Heimkehr. Das ist hier. Dann gehen wir erst von der Schildringfeste. Ach nein. Komm, reisen wir von dort aus. Jawohl. Zack, Gebietskarte. Dann gehen wir hier einfach mal den Weg nach oben. Durch das Dörfchen hier durch. Und werden dann hier wahrscheinlich eine Handvoll neue Quests bekommen. Gar nicht haben. Ich bringe euch alle um, wenn's sein muss. Verdammte Borgards! Einen Moment. Mir ist plötzlich so schwindelig. Wo liegt das Problem? Außer den Borgards und der Blutpest, meint ihr? Macht lieber kehrt und zieht weiter. Geht irgendwo hin, wo es sicher ist. Das hier ist im Moment kein Ort für Besucher. Was kann ich tun, um zu helfen? Das weiß Kester Barclay sicher besser als ich. Ihr findet ihn auf dem Stadtplatz. Fragt ihn selbst. Und was kann ich tun, um zu helfen? Ihr findet Kester auf dem Stadtplatz. Sprecht mit ihm. Okay. Sie sind in Herden unterwegs. Den Grund dafür kenne ich nicht. Aber Kester vielleicht. Der kam nämlich erst vor kurzem von einer Kundschaftermission zurück. Okay. Dieden hielt's Wächter. Das heißt, er kümmert sich um alles. Beschützt uns und so. Ah ja. Okay, wir sind hier in Dieden. Gebt auf euch Acht. Und anscheinend ist Didenhill von einer Krankheit verseucht. Berghalle. Das hört sich so an, als wenn hier... Kann ich euch helfen? So, bist du Händler? Willkommen in unserer berühmten Gewerkhalle. Wenn ihr etwas kaufen wollt, sprecht mit Olin oder mir. Sagt, ich möchte etwas Besonderes kaufen. Was du mir nicht geben kannst. Unsere Türen stehen immer offen. Jawohl. Zack, 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 zack. So, tschüss. Mit wem soll ich sprechen? Du bist bloß eine Wache, oder? Dienhill, Militz. Dörfler. Wer bist du? Unter den Olin. Rissberg. Waffen und Rüstungen. Schmied hier am Platze. Vergleichen. Was ist... Das ist ein Langschwert. Der Bogen macht mehr Schaden. Adalas. Vergleichen. Boah. Aber es ist wahrscheinlich zu teuer, oder? 4000 ist viel zu teuer. Ist viel zu teuer. Verschiedenes. Bis dann. Jo, tschüss. Ob Pest oder Donner, die Türen der Gewerkhalle sind immer offen. Ja. So, hier gibt es noch eine neue Quest. Na, hier. Die Trankvorräte der Miliz sind aufgebraucht und wir haben vor etwa einem Monat unseren Alchemisten verloren. Also ist es jetzt an mir, für Nachschub an Reagenzien zu sorgen und die Tränke zu brauen. Irgendwie. Welche Reagenzien benötigen wir? Unser größtes Problem sind die Boggarts. Und gegen sie hilft am besten Feuer. Was wir also brauchen, sind Feuertränke. Aus Zunderzweig und Napolsborke. Man findet sie im Glendara-Wald, aber für jemanden wie mich ist es dort viel zu gefährlich. Beschaff euch die Reagenzen. Ihr scheint tatsächlich zur tapferen, heldenhaften Sorte zu gehören. Nun denn, das Dorf verfügt über die entsprechenden Mittel. Zunderzweig findet man häufig auf diesem höhlenartigen Pass südlich des Sees. Und Napolsborke gibt es in den Ruinen im nördlichen Glendara-Wald. Alles klar. Was braucht ihr nochmal?
Zunderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist, sowie Napolsborke, die es in der Nähe der Ruinen im nördlichen Glendara-Wald gibt. Das sind einige Reagenzien. Hier ist ein Feuerschatz. Nun, das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hier, nehmt dies für eure Bemühungen. Okay. Macht der noch Zunderzweig, ja. Das am ehesten im Eisengriff... Ah, und was für prächtige Exemplare. Nehmt dies für eure Mühen. Ach, das ist anscheinend eine... Flammschlag-Trinke. Das ist anscheinend so eine Quest, die dass ich entweder öfters machen kann, oder... Kann ich euch helfen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir hier mal raus. Ich suche einen ganz anderen Händler. Die Wasser von Loch Dieden. Ein herrlicher Anblick. Ja, ja. Loch Dieden. Was soll das heißen? Es tut mir leid, aber es ist kein Pestschild mehr übrig. Keins? Gar keins? Es tut mir leid. Händler, Haus. Schicksal, Dörfler. Hier kann ich ins Wasser springen. Es ist einfach keines mehr da. Alles weg. Ja. Okay, wir reden mal mit dir. Es tut mir leid, aber ich habe kein Pestschild mehr. Ich kann nichts für euch tun und auch für niemand anderen, bis ich es habe. Verfluchte Blutpest. Was ist ein Pestschild? Die einzige Arznei zur Behandlung der Blutpest. Nur wenige können sie herstellen. Ich jedenfalls kann es nicht, trotz all meiner Jahre als Heilerin. Wozu dient das Pestschild? Es ist eine Arznei gegen die Blutpest, die inzwischen fast alle Bürger Dieden jetzt befallen hat. Bruder Fallon wollte noch mehr bringen. Keine Ahnung, wo er steckt. Ich werde ihn suchen. Gut, denn das ganze Dorf braucht dieses Pestschild. Vergesst, was mit diesem Hornochsen passiert ist. Ich brauche die Arznei. Mindestens 3 Pakete. Folgt der Straße durch den Glendara-Wald zur Mission. Bringt das Pestschild selbst, wenn es sein muss. Nun, Bruder Fallon müsste es haben. Allerdings müsste er auch längst wieder hier sein. Geht in den Glendara-Wald, zur Mission. Sucht ihn und das Pestschild. Alles klar. Nun, macht euch schon auf den Weg. Wenn ihr mich fragt, ist die Hexe am anderen Seeufer für diese Seuche verantwortlich. Ach so, die Hexe. Ach, es gibt hier viel zu tun. Mein Gott, reden wir mal hier in Diedenhill mit dem... Bruder Fallon hätte kommen sollen. Astrid braucht diese Arznei. Das hier ist das Drei Lampen. Wegen der Seuche liegt mein Grauer bei der Heilerin. Aber wir haben trotzdem geöffnet. Ja, okay. Also gut. Mick. Es ist mutig von euch, dass ihr nach Diedenhill kommt. Dem kleinen Dorf geht es ziemlich schlecht und ich muss das wissen. Ich war im Krieg. Es wäre in eurem besten Interesse, eure Vorräte aufzufüllen und schnellstmöglich wieder abzureisen. Die Blutpest ist schnell, sehr schnell. Ach, das ist ihr? Ihr habt Gisela getroffen? Wie kann das sein? Ich habe doch die Todesnachricht geschickt. Sie sollte eigentlich glauben, dass ich tot bin. Sie darf nicht erfahren, dass ich überlebt habe. Nennt mich einen Feigling, nennt mich, was ihr wollt. Ich bin nicht mehr der Mann, den sie vor so langer Zeit geheiratet hat. Ich bin gebrochen. Ich kann sie nicht den Albträumen aussetzen, den Verwundungen, der Ruhelosigkeit. Ich werde ihr diese Pein ersparen. Sie hat lange genug gewartet. Ich weiß nicht. Ich habe viel ertragen, aber vielleicht musste sie noch mehr durchmachen. Ihre stille Wacht hat bestimmt ebenso viel Kraft gekostet, wie meine Zeit auf dem Schlachtfeld. Ihr habt recht, uns beiden gebührt dieses Wiedersehen. Wir haben unser Glück verdient. Wie konnte ich nur je etwas anderes in Erwägung ziehen? Ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen Dank. Bitte. Nun gut, da hat er anscheinend... Gut, lassen wir das, dann hätten wir das auch erledigt. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um diese Blutpest. Oh, guck mal, ein Koi. Also, in den nächsten Folgen kümmern wir uns um die Blutpest. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Üdel, üdelü.